Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 1. Wie die Schlange auf meinen Arsch gestarrt hat, so von wegen, ich will dich beißen, eines Tages erwische ich dich noch. Aber was soll ich sagen, außer, nein, wirst du nicht. Ich laufe auf deinem Kopf rum, hier, hier, ho. Barry, was mit dir? Barry untersucht gerade etwas. Einfach erstmal weg, ich will wissen, was hier ist. Vielleicht war da... Was? Nein! Ich bin darauf nicht vorbereitet. Kann ich auch bitte wieder gehen? Bitte lass mich gehen, bitte. Bitte, danke. Scheiße, was mache ich denn jetzt nur? Ich bin garantiert vergiftet und ich werde sterben und alles. Und nein! Das ist katastrophal jetzt. Ich bin nicht vergiftet, ein Wunder. Gott sei Dank. Jetzt kann man auch mal richtig das Gesicht von den Viechern echt sehen, wie scheiße gruselig und eklig die aussehen. Bitte nicht noch einer, ich will mich hier noch umsehen. Beste Schneideanimation jetzt ever. Also größten Respekt nicht an die Entwickler für diese geile Animation, sondern an jeden, der Resident Evil mit Messer einfach nur durchspielen kann. Es gibt ja solche Runs, wo ich dann einfach nur denke, what? Aber okay, man kann ja auch manchmal an den Gegnern wirklich gut vorbeikommen, wenn man rennt, hat man ja schon gesehen. Auch an mir. Möchte ich auch, ja, möchte ich auf jeden Fall. Danke. Daran erinnere ich mich noch, das ist die Agro-Schreibmaschine. Jill ist aus welchen Gründen auch immer extrem... Extrem aggressiv halt immer bei dieser Schreibmaschine gewesen. Ich weiß nicht warum. Aber ich find's witzig, wie sie noch immer so einmal drauf hat. So. Ich glaube, Jill hat einfach auch keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Ich kann's verstehen. Ja, sowas ist einfach nur schön. Die Agro-Schreibmaschine. Wenn ich mich jetzt irre, ne? Dann ärgere ich mich, aber wo sonst sollte man das machen? Drei Blinkerlichten. Drei Lichter blinken, wollte ich sagen. Drei Blinkerlichten, ja genau. Ach geil. Drei Blinkerlichten, das muss ich mir merken. Ach schön. Was? Was? Ein Eingabebefehl für Passcodes. Sie kennen den Passcode nicht. Willst du mich verarschen, Spiel? Aber stimmt, ich erinnere mich gerade an etwas anderes. Wir müssen die Modusks erst beschreiben. Deswegen, ich lasse die jetzt mal im Inventar. Passwort Mole. Unlocked. Nice. B3 machen wir natürlich auch gleich mit auf. Hallihallo. Was ist das denn hier für eine Sexwerbung? Und was ist hier im Karton? Farbbänder, die brauche ich nicht. Nee, will ich nicht. Danke. Das ist unnötig. Dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Sie können ihn wegwerfen. Oder auf eBay versteigern. Ich möchte ihn wegwerfen, ja.
Eine Eine Stromschalttafel, meine Fresse. Einige Bereiche sind nicht versorgt. Möchten Sie die abgeschalteten Bereiche aktivieren? Ja. Alter. So, eine Eingabetafel für Passcodes. Sie haben den Passcode eingegeben. Sie haben den Passcode eingegeben. Und lass mich raten, zur Abwechslung haben Sie den Passcode eingegeben. Wow. Rein hier. Jill? Is that you, Jill? Oh, Chris, you're alive! Of course. Damn it, we're in quite a predicament, Jill. I know, Chris. Anyway, I have to open this room. It doesn't work. Well, Chris, I'll be sure to come back and help you soon. Will you wait here? Thanks. I'll be waiting here for you. Ja, wo willst du auch sonst hin, Junge? Nee, ich krieche durch das Klo in meiner Zelle. Die Tür ist fest verschlossen. Vor allem, weißt du, sie schlägt so dagegen. Ach, so klappt das nicht. Ich krieg die nicht auf. Kannst deine tollen Dumm-Dumm-Geschosse Dietrich-Dingens benutzen. Aber echt, dass hier so ein Gefängnis dreifach verschlüsselt ist, so nach dem Motto, nein, Chris muss sterben. Du wirst ihn niemals finden und hier befreien können. Schon so ein bisschen dumm. Aber manche Szenen haben wir anders erlebt. 7 Stunden, 11 Minuten. Boah, ist das schlecht. 19 Mal gespeichert, das geht eigentlich. Kriege ich dafür ein Ranking? Nee, ich glaube, hier kriege ich noch kein Ranking. Das gab es erst als Abresi 2, kann das sein? Oi, ist auf jeden Fall kein gutes Ergebnis, aber ich meine die Zeit. Ich habe ja auch öfters bei den Controller, sag ich mal, kurz weggelegt. Pause-Taste gibt's ja nicht. Bin dann im Menü lange Zeit noch gewesen, von daher ist es okay. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Auch wenn ich öfters mal verzweifelt bin. Aber ist okay. Ich hab's durch, ich hab's geschafft. Und ich hatte viel zu viel Muni am Ende noch dabei. Oh, Spezialschlüssel. Da kann ich mich jetzt umziehen. Na, heiß. Das speichern wir natürlich. Jiha. Ja. Rein theoretisch könnte ich das noch mit an den anderen Part mit reinschneiden, weil das jetzt wirklich relativ schnell ging. Aber, ja. Neues Spiel starten müssen wir jetzt nicht sofort. Beziehungsweise uns auch nicht die Spezialoutfits mit Jill angucken. Kann man mal hinterher machen. Ich meine, ich habe ja nicht sofort alle Schlüssel und sowas, deswegen, es würde jetzt ewig dauern, bis ich mir ein anderes Outfit anziehen kann. Und deswegen, nope. Ich werde garantiert zumindest versuchen, das Ganze mit Chris auch nochmal durchzuspielen. Ganz einfach nur der Vollständigkeit halber. Und mal sehen, wie gut ich damit durchkomme. Bei Chris will ich es nicht unbedingt versprechen. Weil es halt wirklich sehr viel schwerer ist. Aber ich will es natürlich versuchen. Und hey, wir haben jetzt genau eigentlich 2 Uhr nachts. Deswegen passt ja. Kann ich jetzt gleich beruhigt schlafen gehen. Ja, perfekt. Schönes Erfolgserlebnis für heute gehabt. Dass ich das Spiel noch durchgekriegt habe. Das freut mir. Ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen, so wie mir, und dass ihr noch mehr Spaß vielleicht sogar daran haben konntet, als ich wegen meiner Verzweiflung. Und ja, demnächst werden wir uns dann mit Chrissy auch nochmal umgucken und dann mal schauen, was sich ändern wird, etc. pp. Ja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall, ihr Lieben, wenn wir uns wiedersehen... Huch, da ist was runtergefallen. Also, wenn wir uns wiedersehen bei... Resident Evil. Genau. Ciao, Leute!